Ja, wunderschönen guten Morgen, wir sitzen mal wieder beim Frühstück. Leider ist es, wie angekündigt, heute nicht schön. Es hat schon wieder geregnet. Dafür war es gestern schön, wo es halt eigentlich bewölkt sein sollen. Aber vielleicht... Wird es ja noch schön. Schauen wir mal. Sieht irgendwie himmelmäßig nicht so aus. Naja, jetzt frühstücken wir erstmal schön Marmeladebrot und Kaffee. Honig? Nee, kein Marmeladebrot mit Honig. Ja, gucken wir mal, was so ansteht heute. Ich befürchte, heute wird es einfach mal langweilig. Hm? Was hältst du davon? Nee. Nee? Willst du im Regen Fahrrad fahren? Ja? Mhm. Aha. Gut. Schauen wir mal. Welcher Teil des Pferdegebisses nimmt die Trense auf? Die Kehle, der Gaumen, die Lade? Kehle, Lade und was? Gaumen. Darf ich kurz auf die? Gaumen? Nein, Lade. Grün, nein. Nein, ist blau. Blau. Wie groß sollte beim Ausritt der Sicherheitsabstand zu anderen Reitern sein? Eine halbe Pferdelänge, 2 bis 4 Pferdelängen, 7 bis 9 Pferdelängen. Eine halbe. 2 bis 4 Pferdelängen. Das stimmt gar nicht. Doch, da steht's. Aber das stimmt überhaupt nicht, das ist gar nicht echt. Doch, sonst wird's da nicht stehen. Aber die haben es falsch gemacht, du bist. Grün. Welche Schweizer Pferderasse verdankt ihren Namen einem bekannten Kloster? Die Aussiedler, die Umsiedler, die Einsiedler. Die Aussiedler? Nein, die Einsiedler. Röd. Röd. Achso, da wollte ich ja mitlesen. Womit wird der Bauchgurt eines Western-Sattels stilecht befestigt mit einem Krawattenknoten, mit einem Fliegenknoten, mit einem Schlipsknoten. Mit einem Fliegenknoten? Schlipsknoten. Leider falsch. Ja, das schlechte Wetter hat uns leider schon wieder aus dem Zelt getrieben. Gab halt die Option, jetzt einfach den ganzen Tag im Zelt auf dem Campingplatz abzuhängen. Eine Fahrradtour zu machen oder so. An Baden war heute nicht zu denken. Leider schlechtes Wetter. Wäre gestern fast besser gewesen. Also machen wir halt nochmal einen Ausflug, der nicht geplant war. Wir sind gerade schon unterwegs. Es sind tatsächlich nur noch 20 Kilometer. Und zwar sind wir auf dem Weg nach Bregenz in Österreich. Wir wollen mit der Pfänderbahn hoch auf den Pfänder fahren. Das ist ein kleiner Berg, irgendwas knapp über 1000 Meter, glaube ich. Ja, und da einfach die Aussicht genießen. Das Wetter soll laut Webcam und Wetterkarte vor Ort ganz gut sein, Regen aktuell wohl nicht. Wie weit die Aussicht dann sein wird, wird sich zeigen. Emily hat Finger gehoben, möchte irgendwas loswerden. I eat pizza. Das sehen die, Emily. Da fahren wir jetzt hin. Und werden da einfach ein paar Stunden halt ein bisschen zubringen. Ich hoffe, mein Navi hat die Einstellung keine Mautstraße. Was soll ich sagen? Mein Navi hat es natürlich verpeilt. Jetzt stehen wir hier gerade in der Vignettenstation. Und jetzt habe ich mir halt so eine blöde 10-Tages-Vignette gekauft. Für 8,80 €. Ja, wir sind jetzt schon da. Wir laufen jetzt zur Bergbahn. Was hat man da? Gondelstation. Das mit der Vignette war komplett von Arsch. Hätte ich mal sparen können. Wir sind genau 1 Kilometer vielleicht auf der Autobahn gefahren. Naja, sei es drum. Müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen, um auf hier zu fahren, gell? Gut, bis gleich. Thank you.
Nachdem wir jetzt oben am Gipfel waren, ich weiß nicht, ob man mich hören kann, hier ist ganz schön laut, sind wir jetzt hier noch eingekehrt im, weiß auch nicht, wie das heißt, Ladenhalt. Und trinken eine Holunderschorle und eine Hopfenschorle. Hopfenschorle. Und ja, war ganz witzig, hier oben gewesen zu sein. In einer halben Stunde fährt unsere Bahn wieder runter, Richtung Tal sozusagen. Dann chillen wir hier noch ein bisschen und dann kommen wir wieder zurück zum Campingplatz. Der Bruder in einer Ananas, ganz tief im Meer. Spann, spann, spann. Ja, kleiner Technikhinweis. Wenn ihr mit Google Maps navigieren wollt, was ich auch tue und eigentlich auch immer damit zufrieden bin, und ihr fahrt im Grenzgebiet, sag ich mal, zu Österreich oder der Schweiz, dann rechnet immer damit, dass ihr roamen müsst, dass Roaming anfällt. Schön, dass wir gerade im Tunnel sind. Und ja, dann die Karte offline geht, weil dann eben die Internetverbindung nicht steht. Und wenn ihr die Karten vorher nicht offline vorbereitet habt, dann ja, streikt einfach, also zumindest hat das jetzt mein Google Maps getan. Bedeutet, ich habe gerade nicht die Möglichkeit gehabt, mich navigieren zu lassen. Ich habe es jetzt dann doch irgendwie geschafft, mich anders zu orientieren. Und sind jetzt auf der richtigen Straße, brauche jetzt aber auch ab hier jetzt auch kein Navi mehr. Also wie gesagt, immer dran denken, wenn ihr online navigiert, dass ihr dann auch immer halt im Grenzgebiet logischerweise Netz braucht. Für mich war es jetzt neu, ich fahre so selten im Grenzgebiet rum, dass es jetzt für mich was Neues war. Hätte ich mir aber auch vorher denken können. Juh. Die Reste vom Abendessen, Käsespätzle. Ja, wir haben jetzt gar nicht 7:45. Räumen jetzt ein bisschen auf, mache hier alles stadtklar für den Abend sozusagen. Und wir werden uns heute Abend noch gemütlich einen Film reinziehen. Ich habe noch einen auf dem Laptop dabei, den gucken wir uns jetzt noch an. Und dann, ja, ist ja morgen schon quasi der letzte ganze Tag. Ab 3, so steht's auf meiner Schachtel, ganz groß, für Kinder ab 3. Ich bin doch nicht der Babysitter von der Peppers Princess. Toy Story.